VW Brezelkäfer mit 25 PS aus Baujahr 1950 in absolutem Top-Zustand. Viel Spaß beim Video. Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile. Liebe VW-Käfer-Freunde, der begehrteste Oldtimer der Deutschen. Hier steht wieder einer und ich bin total froh, dass ich einen meiner Jungs hier habe, nämlich Markus. Weil Markus ist nämlich das, was Sebastian für alle möglichen Autos ist, bist du für VW-Käfer, ne? Markus? Ja, könnte man sagen. Markus ist der Mann mit der Feuerwehr immer noch. Ihr erinnert euch, wie wir damals das Video gedreht haben. Der hat hier mal irgendwann Autos gekauft und dann hat er gesagt, wenn du Bock hast, dann kann ich mal für dich fahren. Und mittlerweile ist das wie lange her? 5, 6 Jahre oder was? Ja, 2019 war das, glaube ich. Ende 2019. 5 Jahre, ja. Ne? Wahnsinn. Ja, guck. Also, und jetzt gehörst du natürlich voll zum Team hier, was mich sehr freut tatsächlich. Und du bist Käfer einfach, ne? So, du bist ja sowieso ein begnadeter Bastler und alles Mögliche. Und du kennst den Eigentümer von dem Auto, der kommt aus eurem Käferclub, ja, oder? Ja, also wir haben unsere Donnerstagsrunde, also es ist so, wir kennen uns alle aus den späten 80er Jahren. Wir sind so 12 bis 16 Leute und treffen uns jeden ersten Donnerstag im Monat. Ja, aufgrund dieser Geschichte, dass wir uns aus der Käferzeit, wo viele, das erste Auto war Käfer, und aus der Zeit kennen wir uns, wir haben unsere Autos damals getuned, viele von den Leuten tun es heute noch. Und einige sind dann auch dazu übergegangen, Autos original zu restaurieren, weil das eben meiner Meinung nach der bessere Trend ist. Ja. Und wir haben in dieser Gruppe zwei Spezialisten. Der eine ist der Volker, dem dieses Auto gehört, ja. Und das andere ist der Jörg. Liebe Grüße, Jörg. Und diese beiden, die restaurieren Autos auf allerhöchstem Niveau. Ja. Wenn man das sieht, also der Volker ist ein Teilesammler. Das kann man sich nicht vorstellen, was der für eine Teilesammlung hat. Original neue VW-Teile en masse. Also es ist unvorstellbar. Steht hier auch tatsächlich in meinen Notizen, Originalteile gesammelt und verbaut. Ja. Ne, steht hier. Und wie gesagt, die Originalteile, die er in den Jahrzehnten gesammelt hat, die sind auch größtenteils in diese Autos oder in dieses Auto speziell eingeflossen. Und deswegen ist es sehr, sehr original, mit wirklich Originalblech und Zierteilen restauriert worden. Exportmodell, was heißt das? Ja, weißt du das? Exportmodell, jetzt hast du mich erwischt. Habe ich dich erwischt? Weißt also, du nicht bei denen. Ich bin zwar Käfer-affin, aber bei den die alten sind einfach zu alt. Ja, ja, genau. Aber er hat mir gesagt, ich soll noch sagen, hier Exportmodell, Chrom, Extras und so. Ja, da, genau, das ist wohl, diese Chrom-Geschichten das sind das, ja, genau. Ne, genau. Und er hat nicht den Original, weil ich habe hier ein Zertifikat, da wird bestätigt, dass er nicht den Originalmotor drin hat. Er ist in Hamburg ausgeliefert übrigens, also hier ist das Zertifikat tatsächlich. Und hier wird bestätigt, dass der Motor nicht der Original, aber es ist ein modellkonformer Austauschmotor drin. Ja, so. Und ja, also er ist seit 1996 im Besitz von dem Volker. Die ganze Restaurierung ist fotodokumentiert. Er ist ein Bauzeichner und wie du schon sagst, wahnsinnig penibel. Und ich habe ein Wertgutachten über das Auto, über 60.000 Euro Haarabnahme ist vorhanden. Ist schon angemeldet, also hat schon Papiere, ne, klar. Ja, und hier steht wirklich ein, wie soll ich sagen, also es ist irre. Ja? Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Auto aus 1950 so hier steht und auch so läuft, ja. Also der fährt, den schmeißt du an, zack, geht los, läuft sofort und selbst die Winker heißen die ja, glaube ich, ne, letztens habe ich doch auch hier einen gehabt, so, der war ein Ovali, kein Brezel, das ist ja ein Brezel, warum Brezel, weil hinten die Windschutzscheibe nochmal in der Mitte sieht aus wie so ein Brezel und dieses Auto, da gehen auch diese Winker, ja, so, das habe ich noch nie gehabt vorher. Jetzt habe ich zwei hintereinander, wo das so ist, ja, also zeige ich gleich, wenn ich mit dem Wagen fahre. Und Markus, wir gucken uns den mal gemeinsam an, oder? Ich packe mal die Sachen hier weg. So, man sieht einfach, hier stimmt alles. Der sieht so aus, wie damals die Autos vom Band gelaufen sind, würde ich sagen, ja. Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Von innen auf, wenn wir gleich von innen gucken, oder? Alles Keder, ich meine, der war ja komplett. Der war komplett nackig, da war nicht eine Schraube und nicht eine Niete mehr dran. Ja. Der war komplett blank. Okay. Und wurde
praktisch in Neuzustand versetzt. Hier die Rückleuchten, guck mal, ey, wie cool das ist, ey, was für coole Details das sind. Wahnsinn. Hier, und das ist, wie gesagt, das Brezelfenster, ja, daran erkennt man diese alten Autos. Die sind tatsächlich auch, da bin ich nicht mehr, also die waren sogar vor meiner Zeit, sowas gibt's auch. Ja. Guck dir mal das an, ist doch irre, oder? Und so wie der Motor aussieht, so läuft er auch. Und ganz, ganz lustig auch, dass viele, viele Käferfahrer denken ja immer, zwei Auspuffrohre müssen sein, dieses typische Käfer-Auspuffgeklingel. Das ist natürlich bei dem Baujahr mit dem 24,5 PS Motor, hat der natürlich nur ein Endrohr. Ja. Und das ist natürlich original. Aber viele neuere Käferfahrer denken, wieso? Das könnte falsch sein. Aber es ist war so, eben gehört so, dass ein Auspuffrohr ja. am Heck war. Ja, guck dir mal, hier ist ja irre. Ja? So. Also, Wahnsinn. Und die Farbe natürlich. Ne? Ich darf ja nicht mehr, wir dürfen ja nicht mehr so Farbenausdrücke nehmen. Wir haben ja einmal so ein Auto gedreht, da habe ich gesagt, das ist so Stützstrumpfbraun. Da hat mir jemand gesagt irgendwann, ich hätte ihn gekauft, wenn du das nicht gesagt hättest. Deswegen sage ich hier, es ist ein wunderschönes Braun. Nein, finde ja. ich aber wirklich, wirklich. Also muss ja, ich klar. schon sagen, es ist eine ganz tolle, für so ein Auto hier eine mega Farbe. Also heute die modernen Porsche haben solche Farbe. Ja, so. Da weißt du mal, was los ist. Guck dir mal das an hier. Alles. Den musst du einmal kurz eindrücken. Da. Mach. Ah ja. Ja, so. Genau. Hat er? Hängt er? Ja, hängt. Ich halte mal ein bisschen höher. Komm her, dann kann man ein bisschen besser gucken. Guck mal, Thomas. Guck mal hier rein. Sieht stark aus. Oder? Oh ja, guck dir mal das an. Hinten die Kabel, ja gut, das ist halt die neue Elektrik. So wird das gemacht heutzutage. Naja, das sah damals genauso aus. Ehrlich? Das war's. Da wurde noch nichts versteckt und verkleidet. Das war einfach. Und ich weiß nicht, das ist hier natürlich, hat so ein bisschen Patina hier, finde ich halt auch sensationell. Das alte Käferburg oder was auch immer. Hier. Vorhin schon draufgehalten. Hast du schon draufgehalten? Was ist denn das? Wie heißt denn das? Wolfsburg. Wolfsburg. Ah, natürlich, klar, logisch, ich bin ja auch bescheuert. Wolfsburg. Und jetzt guck dir mal die Türgriffe an, bitte. Film mal die Türgriffe, das ist doch auch cool, oder? Mega. Mega. Ach Gott, du Gott. Und solche Autos sieht man im YouTube-Kanal von Wetzel Automobile. Also gerne unseren Kanal abonnieren, freuen wir uns immer. Und unser Newsletter auch immer spannend. Jetzt guck dir mal das hier an. Hm? Oder? Das ist doch sowas von, also wie du schon sagst, so originalgetreu restauriert. Ne? Diese Innenausstattung hier, Wahnsinn. Was ist das hier? Markus, Heizung oder was? Das ist die Heizung, ja genau. Ah, vorne vom Schalthebel rechts ist das der Choke. Das ist der Choke, ne? Das ist der Choke, genau. Wie er angeht, habe ich auch schon gelernt. Hier, wie heute die modernen Autos Schlüssel drehen. Und hier ist so ein Startknopf, das gibt es auch jetzt. Und natürlich sensationell, und das muss ich jetzt gleich, das zeige ich gleich, wenn er läuft, mit dem Winkern. Der ganze Teppich und alles hier. Und ne, guck mal das Lenkrad hier mit diesen Details hier, mit diesen kleinen Wellen hier, also damit Griff, damit man es besser festhalten kann, weißt du, so. Genau. Ganz stark, ganz, ganz stark. So, komm, wir fahren jetzt eine Runde, oder? Ja. Hinten haben wir noch Sitzkissen hier, schön. Das ist auch geil. Das sind eigentlich Armlehnen. Das sind eigentlich die Vorläufer der Armlehnen, genau. Guck mal. Die sind nämlich, gehören nämlich an die Seite, so, und dann sind das nämlich schöne Armlehnen und du hast wunderbar, hm? Auf diesem Sofa wird das auch. Sieht wie so ein Sofa aus, genau. So, komm, auf geht's. So, jetzt, ich will noch mal kurz darauf hinweisen, der Wagen ist kalt, ja. Ich habe den noch nicht, wir haben den noch nicht angeschmissen heute. Der stand da hinten, wir haben ihn eben hierher geschoben. Da sitzen ein paar Zeugen, Sie haben das gesehen, ja, dass das wirklich so ist. Der war noch nicht an. Und deswegen ist es umso spannender, wie der jetzt anspringt. Das finde ich so irre. Pass mal auf. Oh. Herrlich. Was für ein, hier, die Sitze kann man auch noch verstellen, hier nach vorne und zurück, herrlich. Funktioniert alles gut. So, dann gucken wir mal, Choke ziehen und dann müsste das so funktionieren hier. Alter, jetzt mal ohne Spaß, irre. Also da kenne ich Autos, die sind viel jünger, die springen schlechter an, ja. Ich kann den Rückwärtsgang finden, so.
Rückwärtsgang ist links hinten sozusagen. So, und auf geht's. Jetzt mal, ich blink schon mal, man sieht, dass ich hier rumfahre jetzt. Hammer, oder? So, das gleiche natürlich hier auf der anderen Seite, da geht es natürlich auch. Ne? So, so muss es aussehen, wenn man blinkt hier. Also haben wir das auch abgefrühstückt. Dann drehen wir mal eine Runde hier. Baujahr 1950, kann man sich sowas vorstellen? Mein Gott, der ist. Oh, jetzt hätte ich die Kupplung ein bisschen doller treten müssen. Jetzt hab ich's. Also, man muss den tatsächlich mit Zwischengas fahren, den Wagen. Also, ist besser, dann rattert das nicht so, weil. Ne? Aus den 50ern, aus den frühen, da war es ja also, ein Glücksspiel. Ja gut, Blinker habe ich ja nun schon mal hier gezeigt, jetzt teste ich das nochmal. Blinker links, Fahrer. Blinker rechts, Licht geht auch, glaube ich, ist das Licht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass... Ah, hier sind Scheibenwischer, oha, guck dir mal das an. Die befreien wir mal gerade wieder. So, ganz, also wahnsinnig tolles Auto, 14 Jahre älter als ich kann es gar nicht fassen. Ich freue mich über einen Besuch und Interesse an dem Wagen, also jederzeit gerne vorbeikommen. Und wird im Kundenauftrag verkauft, der Wagen. Wertgutachten über 60.000 Euro und vielleicht steht er bald in Ihrer Garage. Ich schicke schön, also der wurde in Hamburg erst zugelassen. Also schicke ich schöne Grüße nach Hamburg an meine Nachbarn hier überall. Und freue mich auf den Besuch. So, schöne Grüße und das war's. Dankeschön fürs Zuschauen. Wetzlar Automobile. Tschüss.